Hallo, mein Name ist Maike Kranz von 123 Effizient dabei. Ich bin Expertin für Büroorganisation und in diesem Video geht es nochmal um OneNote. Ein kleines Programm, das, glaube ich, von vielen Menschen noch gar nicht so richtig entdeckt und genutzt wird. Aber auf meinem YouTube-Kanal, habe ich festgestellt, werden die Videos zu OneNote bisher sehr häufig angesehen und da dachte ich mir, ich könnte ja nochmal ein paar Ergänzungen hinzufügen. Was ich in diesem Video gerne zeigen möchte, ist die Funktion Seitenvorlagen. Also wir haben in OneNote ja einfach nur standardmäßig ein weißes Blatt Papier. Das kann man nochmal ein bisschen netter gestalten mit kleinen Bildern und auch einer fertigen Struktur. Da gibt es eine ganze Reihe an Vorlagen. Oder du kannst auch eine eigene Vorlage erstellen, zum Beispiel mit deinem Unternehmenslogo. Und dann ist das gleich immer drauf auf den einzelnen Seiten. Wenn du zum Beispiel Protokolle in OneNote dokumentierst, wäre in jedem Protokoll dann entsprechend dein Logo mit dabei. Ja, und wie das geht, das zeige ich jetzt. Ja, also, wir haben angenommen ein Projekt, da gibt es verschiedene Meetings, zum Beispiel Lenkungsausschusssitzungen und dazu gibt es Protokolle. Und ich finde, gerade in dem Fall ist eine Protokollvorlage sehr sinnvoll und da kann man sich selbst was basteln. Oder wir schauen jetzt einmal, was OneNote an Vorlagen zum Thema Besprechungsprotokolle, Sitzungsprotokolle uns anbietet. Dafür wechsle ich hier im Register auf Einfügen und hier ganz an der Seite haben wir eine Schaltfläche Seitenvorlagen. Da gibt es schon eine ganze Reihe, die jetzt hier so dargestellt sind. Ich klicke aber hier unten auf Seitenvorlagen, um mir einfach auch mal alle ansehen zu können. Es gibt verschiedene Überschriften, Studium, das wäre jetzt für mich nicht so interessant, diverse Seitenformate, Business, Dekorativ und Aufgabenlisten. Und da gucken wir jetzt einfach mal bei Business rein. Da gibt es nämlich schon Projektübersicht, auch als Seite. Einfache Sitzungsnotizen in zwei verschiedenen Varianten, informelle Sitzungsnotizen, persönliche, detaillierte und Sitzungsprotokoll. Und das schauen wir jetzt mal genauer an. Einfache Sitzungsnotizen wäre das hier. Ja, wir haben hier oben dann Besprechungsthema, Tagesordnungspunkte können wir hier einfügen, die Teilnehmer und entsprechende Aufgaben. Ne? Wenn man das hier mal so ein bisschen runterscrollt, ist dann ansonsten alles leer. Und wir haben hier so ein Blau, ich würde mal sagen, das ist hier eine Uhr, die angedeutet ist, also so einen blauen Hintergrund. Ne? Es wird auch gleich eine neue Seite eingefügt, ne? Die hat jetzt den Seitennamen Besprechungsthema. Jetzt gucken wir uns mal andere an. Einfache Sitzungsnotizen 2, sieht so aus. Im Prinzip auch Tagesordnung, Teilnehmeraufgaben, nur dass es ein bisschen anders aufgeteilt ist auf der Seite. Und hier haben wir ein anderes Logo. Informelle Sitzungsnotizen, Tagesordnung, Aufgaben, wichtige Datumsangaben. Und dann gibt es hier schon mal eine Vorstrukturierung. Ne? Besprechungsdetails, Ankündigung, Diskussion, Zusammenfassung. Wann ist die nächste Besprechung? So, dann haben wir noch persönliche. Da gefällt mir jetzt ehrlich gesagt die Farbe nicht so gut, aber das ist Geschmackssache und lässt sich ja auch noch alles wieder ändern. Ja, wichtige Punkte, meine Aufgaben. Ne? Ist ja jetzt ein persönliches Sitzungsnotiz. Also meine Aufgaben. Fragen zur Nachverfolgung. Was ist mir noch eingefallen? Das muss ich noch klären. Dann haben wir detaillierte Sitzungsnotizen. Auch wieder recht neutral gehalten. Finde ich ganz schön. Ankündigung, Status alter Aufgaben, Zusammenfassung, nächste Besprechung. Und dann haben wir nochmal Sitzungsprotokoll. Das ist jetzt nochmal etwas umfangreicher. Es ist auch sehr schlicht gehalten von der Vorlage. Tagesordnung, Teilnehmer, Eröffnung. Und da haben wir schon fertige Texte. Die ordentliche Sitzung wurde um
am durch den Namen des Vorsitzenden einberufen. Genehmigung. Ne? Genehmigung des Protokolls, geplante Tagesordnungspunkte, neue Vertagung und so weiter und so fort. Also da haben wir schon so Standardsätze, die bei solchen offiziellen Sitzungsprotokollen eben auch immer vorkommen müssen. Schon gleich mit drin. Das ist eigentlich auch ganz praktisch. Jetzt schauen wir uns nochmal die Aufgabenlisten an. Es gibt eine einfache Aufgabenliste. Die wäre so, nun muss man einfach nur die einzelnen Aufgaben dazu schreiben. Eine Aufgabenliste mit Priorität, ne? Dass man dann die einzelnen Aufgaben den jeweiligen Prioritäten hinzufügt. Und eine Projektaufgabenliste, das ist dann Planung, Vorbereitung, Projekt 1, Projekt 2 und so weiter. Ne? Mit ein paar Notizen. So, dann schauen wir nochmal. Diverse Seitenformate. Ja, das wären dann mit unterschiedlichen Hintergründen. Ja, das ist einfach nur unterschiedlich eingefärbt. Das ist noch relativ neutral. Standardlinierung wäre, als hätten wir jetzt hier tatsächlich ein Blatt Papier, auf dem wir schreiben. Finde ich auch ganz nett. Jetzt gucken wir nochmal hier bei dekorativ. Da wird es dann ein bisschen bunter. Da hat man nämlich hier oben entsprechend ein Bild mit drin. Ne? Oder eben auch relativ neutral mit Glühbirne in der Ecke, wenn man sagt, okay, hier sollen ein paar Ideen gesammelt werden und so weiter. Also das sind dann relativ neutrale Sachen oder eben mit solchen kleinen Bildern. Ich würde mal sagen, das könnt ihr euch alle mal in Ruhe ansehen und durchklicken. Da gibt es schon ganz viele verschiedene Möglichkeiten. So haben wir jetzt also hier verschiedene Vorlagen und das Interessante ist tatsächlich, es gibt noch hier diesen Bereich, immer eine bestimmte Vorlage verwenden, wenn man eine neue Seite in diesem aktuellen Abschnitt verwendet. Das könnte jetzt tatsächlich bei solchen Meetings sehr interessant sein. Das heißt, ihr habt euch für eine Vorlage entschieden. Wo war das jetzt hier? Aufgabenlisten. Sagen wir mal, es sollte diese hier sein. Dann kann man jetzt sagen, okay, diese soll jetzt immer verwendet werden, wenn wir hier Meetings protokollieren. Für jedes Meeting soll genau diese Vorlage verwendet werden. Ich muss sie also nicht erstmal wieder aussuchen. Und dann kann man die hier suchen. Ich hoffe, ich finde sie jetzt auch schnell. Das war die Aufgabenliste nach Priorität. Ja? So, und wenn wir jetzt hier sind und sagen Seite hinzufügen, dann, das kann man jetzt schlecht erkennen, weil die genau gleich aussehen. Ne? Ich gehe mal hier nochmal rein. Aufgabenliste. Ding am 7.3. Ne? Das wird ja dann hier entsprechend noch angezeigt. Und das ist die nächste Aufgabenliste, die ich einfach hinzugefügt habe, indem ich die Seite hinzugefügt habe. Und man sieht, es ist halt wieder diese vorher von mir festgelegte Hintergrund, diese Struktur schon eingefügt. Also da kann man dann letztendlich noch schneller, noch effizienter mit OneNote an dieser Stelle arbeiten, wenn es darum geht, Protokolle zu dokumentieren. Und jetzt schauen wir nochmal hier bei Seitenvorlagen. Seitenvorlagen. Man könnte auch eine neue Vorlage erstellen. Also ihr könnt selbst überlegen, was soll da für ein Bild sein. Zum Beispiel euer Unternehmenslogo. Ja? Welche Farben? Nämlich die Unternehmensfarben. Und vielleicht wollt ihr hier eine andere Aufteilung haben oder bei euren Protokollen ist standardmäßig noch was anderes mit aufgeführt. Also nicht nur, wann hat es stattgefunden und wer hat teilgenommen und die Agenda, sondern vielleicht habt ihr noch andere Dinge, die ihr dort immer standardmäßig mit drin habt, ne, in den Protokollen. Sage mal, der Raum oder ob es jetzt eine Videokonferenz war oder eine Face-to-Face-Besprechung oder solche Dinge. Das könnt ihr ja alles entsprechend schon hinterlegen. Und dann kannst du halt hier die aktuelle Seite als Vorlage speichern. Vergibst natürlich einen Namen. Und hier kannst du auch schon gleich festlegen, dass das die Standardvorlage für neue Seiten
in diesem aktuellen Abschnitt sein soll. Ja? Und ja, wenn du das speicherst, dann wird es tatsächlich hier auch in diesen Vorlagen mit aufgeführt. Und zwar ist dann die Überschrift nicht Studium etc., sondern meine Vorlagen. Ja? Ja, dann hast du immer auch deine eigenen Vorlagen, die du dir selbst erstellt hast, hier ganz gut im Zugriff. Und eben auch mit dieser Einstellung, immer wenn ich auf eine neue Seite hinzufügen klicke in diesem Abschnitt, würde dann deine eigene Vorlage verwendet werden. Ja, das erstmal so zu den Seitenvorlagen, wie man eben in OneNote sich das Ganze nochmal etwas hübscher gestalten kann und natürlich auch dadurch effizienter wird, dass man diese Vorlagen nutzt, um nicht wieder selbst diese einzelnen Container anzulegen und hier irgendwie anzuordnen, dass die alle auf der gleichen Höhe sind und sowas. Das ist ja wieder alles nur Zeitfresser. Das muss man nur einmal machen und dann kann man diese Vorlage immer wieder verwenden. Wer allerdings nur etwas sehr Schlichtes benötigt für seine Seite, also sagt, Mensch, irgendwie mit Bildchen hier oben und diesen ganzen Gestaltungselementen, das ist mir schon wieder alles viel zu viel, der kann auch ein Blatt Papier als Hintergrund wählen, ein kariertes oder liniertes. Ich gehe dazu mal zu Zeitplan und wechsle hier zum Reiter Ansicht. Dort gibt es die Schaltfläche Hilfslinien. Da gibt es eine enge Linierung oder weiter und entsprechende Gitternetz. Wenn man das jetzt mal anschaut, ne, es sieht es so aus wie ein Blatt Papier und ich könnte dann einfach hier reinschreiben, also meinen Textcontainer einfügen. Ja, das hat einfach auch noch mal so ein paar Strukturierungsmöglichkeiten. Ich mache es mal etwas weiter, mehr Linien in einem größeren Abstand. Da kann man sich dann einfacher orientieren. Ich finde es sonst immer ein bisschen schwierig, den Textcontainer einfach so frei im Feld auf dem Blatt Papier zu platzieren. Da brauche ich dann doch wieder ein bisschen Struktur. Ja, so einen großen Karo macht wahrscheinlich wenig Sinn. Also auch hier könnte man darüber diese Hilfslinie noch ein bisschen was erreichen und natürlich auch noch mal die Seitenfarbe ändern. Wer es mag, kann das dann einfach auch noch mal ein bisschen anpassen. Vielleicht einfach mit dem Hintergrund, Mensch, das sind doch unsere Unternehmensfarben und deswegen macht das irgendwie Sinn für uns. Ja, viel Spaß damit! Hat Ihnen das Video gefallen? Dann abonnieren Sie meinen Kanal. So verpassen Sie keinen meiner sofort umsetzbaren Tipps, mit denen Sie Ihre Produktivität steigern. Melden Sie sich bitte auch zu meinem 10-Tage-Kurs an. So erhalten Sie meine 10 besten Tipps für mehr Effizienz am Arbeitsplatz.